Ich bin eigentlich von Natur gar kein streitbarer Mensch. Ich habe auch bis ins Jahr 33 hinein habe ich ganz fröhlich an meinem Schreibtisch und in meinen Vorlesungen und unter den Studenten gelebt. Ich glaube nicht, dass die Leute, die mich damals gehört haben, von mir den Eindruck eines Streiters gehabt haben. Nun ja, also wer eben energisch Ja sagt, muss auch energisch Ja, Nein sagen. Und das habe ich zu jeder Zeit auf meinem Weg, schon wie ich Pfarrer war noch in der Schweiz und dann wie ich nach Deutschland hinauskam, auf das hohe Meer des reichen deutschen Geisteslebens, habe ich das getan. Ich habe Ja gesagt und darum auch Nein gesagt. Aber Vergnügen, Sie haben den Ausdruck Vergnügen gebraucht. Vergnügen habe ich immer an der Sache gehabt, die ich zu vertreten hatte. Ob ich sie nun mit Ja zu vertreten hatte oder auch in der entsprechenden Form des Neins. Es war eben immer, ich würde nicht sagen eine dialektische, aber eine dialogische Angelegenheit. Ein Gespräch, das geführt worden ist. Dann muss ich zum einen Ja sagen und zum anderen Nein. Und ich habe Freude gehabt, Theologe zu sein, von Anfang an und sogar noch bis auf den heutigen Tag.